Igel und der Hase. Eines Tages ging der Igel am Feldrand spazieren. Da trifft er den Hase. Der Hase den Igel an und lachte. Deine Beine sind ja krumm. Gar nicht so schön lang wie meine. Wozu sind die denn gut? Der Igel sah den Hasen an. Meine Beine sind nicht schlechter als deine. Lass uns um die Wette laufen. Aber erst nach dem Frühstück. Abgemacht, sagte der Hase. Wir treffen uns in einer Stunde am Feld. Der Igel nach Hause zu seiner Igelfrau. Faut, komm mit zum Feld. Der Hase will um die Wette laufen. Das soll er haben. Wir gürten ihn aus. Der Igelmann mit seiner Frau ging zusammen zum Feld. Die Igelfrau verdeckt es im Feld. Der Igel den aber schon Hasen. Auf die Plätze, fertig, los, sagte der Hase und rannte los. Der Igel lief nur 3 Schritte. Dann versteckte er sich in die Fosse. Als dann der Hase ankam, stand schon die Igelfrau da. Sie sah genauso aus wie ihr Mann. Ich bin schon da. Der Hase kann das nicht fassen. Er schrie. Das kann nicht sein, niemals. Nochmal! Und rannte wieder los. Am anderen Ende des Feldes stand der Igel auf und rief. Ich bin schon da. Das kann nicht sein, niemals. Rief der Hase und rannte. Noch viele Male, dass er erschöpfend liegen blieb. Der Igel und seine Frau gingen vergnügt nach Hause.